Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival. In der letzten Folge haben wir hier die Gussform der Eisengolem-Farm errichtet. Diese Folge wollen wir mit dem Aufbau beginnen und das Gerüst erstellen, was drüben noch teilweise steht. So, dafür benötigen wir sehr viel Holz. Sehr viel Holz. Wir haben hier gerade mal einen Stack. Ich denke, das reicht auf keinen Fall. Und wieso habe ich das eigentlich 3 hoch gemacht? Fällt mir gerade auf. Wenn jetzt das Gerüst noch drauf kommt, dann ist es 1 zu hoch. 2 reichen, weil wir haben nämlich hier unten Wasser und einmal hier oben auch nochmal Wasser in der Ecke, damit es komplett fließt. Daher reichen 2. Ja, der Rest kann nämlich schon direkt mit Holz errichtet werden. So, den Stein brauchen wir nämlich unten nochmal für die andere Etage. Das heißt, wir machen das einmal ganz fix hier weg und dann geht's weiter. Haben wir das erledigt? Hier vorne können wir nämlich dann schon mal die Ecken hier ausfüllen. Denn in diesem Design soll ringsherum einmal Wasser bis zur Mitte fließen. Ja, ihr merkt auch, das Loch war bei der anderen Farm ein bisschen weiter vorne. Direkt unter dem Zombie, dass der Eisengolem quasi nur durch das Wasser in die Mitte getrieben wird, dann den Zombie erblickt, zu dem Zombie hinläuft und in die Schmelzanlage fällt. Dieses Design ist ein bisschen, ich sag mal, unkomplizierter gestaltet. Wir platzieren ringsherum einmal Wasser, wie in einer guten alten Eisenfarm aus vorherigen Versionen. Und das Wasser drängt dann den Eisengolem direkt in die Schmelzfabrik. Das heißt, hier müssen auch keine Falltüren platziert werden, ja, wo der Eisengolem sich dann denkt, ja, hier ist ein Block, da kann ich hingehen, um näher beim Zombie zu sein. Dann fällt der runter, der wird einfach hier runtergespült, hält sich vielleicht ein bisschen am Rand und dann früher oder später fällt er rein. So, das heißt, wir haben das jetzt einmal fertig gemacht und können mit dem Aufbau beginnen. Ich würde sagen, wir machen hier einmal 1, 2, 3 und dann machen wir immer wieder so ein Pfeiler nach oben. Ja, dass wir hier mal so kleine Sichtfenster von 3 Blöcken dazwischen haben. 1, 2, 3, einer nach oben, 1, 2, 3, einer nach oben, 1, 2, 3, 3, wieder einer nach oben und so weiter. Das ziehe ich jetzt einmal ringsherum. Das passt sehr schön. Hat sich gut eingefügt. Dann haben wir nämlich in der Mitte genau dieses Dreierloch wieder. Und ja, das ist das Raster jetzt für die Eisengolem-Farm. Ich vollende mal den Rahmen und dann sehen wir uns gleich wieder. Da bin ich runtergefallen. Bisher konnte ich mich noch oben halten. Jetzt ist es soweit. Haben wir Leiter mit? Ja, haben wir in der Tat. Das heißt, wir können die Steine hier abbauen und platzieren direkt einfach mal ein paar Leitern dahin. Dann müssen wir nicht mal hier... Na komm. So, ich platziere sie auch direkt. Hämmer mal so. Fertig. Dann können wir hier hoch. Gut. Sehr schön. Und wir haben kein Holz mehr. Das heißt, wir müssen einmal zurückgehen, neues Holz holen und wir können zum Teil auch die andere Farm nochmal abbauen. Allerdings sind da nicht so viele Ressourcen, dass sich das jetzt lohnen würde, einmal rüber zu gehen. Da hätten wir sehr viel Zeit dann wieder verloren. So, die Baumform ist auch nachgewachsen, das heißt, wir könnten rein theoretisch direkt neue Bäume fällen, hätten frisches Holz und müssten gar nicht welches aus dem Lager nehmen, so viel ist auch gar nicht mehr da. Den Stein haben wir jetzt auch nicht umsonst geholt, ja, wer sich das fragt, den benötigen wir definitiv noch für die Etage darunter und vor allen Dingen auch für die Wände. So, ich fäll einmal kurz die Bäume hier und dann geht's weiter. Der Tag neigt sich dem Ende entgegen, wir gehen kurz schlafen und dann pflanzen wir die restlichen Bäume noch nach. Danach können wir uns wieder an die Eisengolem-Farm begeben. Und alle Betten sind wieder belegt, ja, Herr Steinmetz. Sie müssen heute Nachtschicht einlegen. So, jetzt kannst du ausschlafen gehen, ne? Hast die Nacht durchgearbeitet. Hoppala, hat's kurz geleckt. So, raus geht's. Erstmal die Bäume wieder anpflanzen, damit wir dann im Weiteren auch wieder genügend Holz zur Verfügung haben. Ich denke, die ist fertig. Genau, das heißt, die können wir hier reinlegen. Auch die Äpfel mal. Einige Birken-Saplings. Hier ist noch einer. Perfekt. Super. Haben wir jetzt alle. Scheint so. Das legen wir weg. Kann nochmal kurz, wo wir eh gerade hier sind. Hoppala. Hier ist auch noch einer. Das wollen wir nicht missen. Wir nehmen alles mit, was geht. Ne? Ist auch noch einer, perfekt. Da wird auch noch mehr runterfallen. So, wir gehen kurz ins Lager nochmal. Wir haben ja eine Axt schon zerstört fast. Die können wir dann auch bald einschmelzen, beziehungsweise kombinieren. Ja, können wir jetzt einmal auch kurz machen. Das können wir auch mit den anderen Werkzeugen. Wenn wir die jetzt hier reinlegen, die haben beide eine Haltbarkeit und jetzt kriegen wir 14 Haltbarkeit raus. Das heißt, wir haben jetzt 12 Haltbarkeit quasi plus gemacht. So, jetzt kriegen wir nicht 15 Haltbarkeit, sondern 27, also es rentiert sich schon, wenn man das drauflegt. Und das machen wir auch nochmal mit den Äxten hier vorne. So, 14. Kann man die jetzt eigentlich direkt kombinieren? Dann ist sie wieder ganz? Fast. Perfekt. Rentiert sich mehr, als wenn wir die einschmelzen und nachher neue Werkzeuge draus craften. Das macht dann weniger Sinn. So, die Sachen hier von den Monstern können wir auch mal wegpacken. Äpfel habe ich jetzt drüben natürlich auch, macht aber auch gar nichts. Brauchen wir noch irgendwas? Nee, den Rest können wir mitnehmen. Die 3 Melonen esse ich auf. Und dann haben wir auch wieder einen Slot frei im Inventar. Perfekt. Schaufel nach unten, Ersatzschaufel dahin. Genau, eine Axt könnten wir uns noch machen. 1, 2, 3, zack, einmal die Axt vorbereitet. Wo haben wir sie denn jetzt hier? Da vorne als Ersatz. So, der Eisengolem schubst mich schon. Ja, er drängt. Wir müssen weitermachen.
Nicht bummeln. Ja, gut. 45, so weit kommen wir damit jetzt auch nicht. Aber ist auch gar nicht schlimm. Die Slabs haben wir auch mit. Perfekt. Weiter geht's. Einmal kurz den Holzrahmen hier vollenden. Und dann können wir schon mal an einer Seite anfangen. Ja, das ist jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hochgehen. Und obendrauf kommt dann ein Cobblestone-Slab. Ja, und den ganzen Rahmen können wir jetzt quasi auch einmal hier entlang ziehen. Ja, aber hier müssen wir immer runterspringen dann. Ja, verlieren wir ein bisschen Fallschaden, ist nicht schlimm. So, beziehungsweise, das sieht man von außen, deswegen würde ich da wirklich komplett einmal hochgehen. Sonst haben wir hier nachher den Balken oben drauf liegen. Ja, ist Geschmackssache. Ich mag es lieber, wenn man den Balken dann nach oben stehen hat, als dass da ein kompletter Balken einmal so drauf liegt. Also, das sieht nicht ganz so. Naja, also von der Physik her würde es natürlich Sinn machen, wenn der Balken auf dem Träger, hier auf dem Pfeiler liegt. Aber dann müsste man das komplett durchziehen und dann hätte man keine Unterteilung mehr. Und daher würde ich sagen, okay, wir machen hier einen Pfosten und dann den Balken dazwischen. Ist aber auch Geschmackssache. Also jeder macht das sicher anders. Ja, ein bisschen Fallschaden kassieren wir jetzt. Hart im Nehmen. Ein bisschen essen, dann geht das. Verliert die Rüstung eigentlich auch Schaden? Also an Haltbarkeit, wenn wir runterfallen? Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Also bei gewissen Verzauberungen ja, das weiß ich. Aber grundsätzlich... Ja, ich habe natürlich jetzt einen Wassereimer, den könnte ich jetzt die ganze Zeit platzieren. Ja, wir haben auch gar kein Holz mehr. Das heißt, wir müssen jetzt weitermachen. Holzfarm. Kann man das theoretisch sogar von unten platzieren, ist die Frage. So, und hier haben wir jetzt natürlich auch keine Leiter dann. Ne? In 3 Stück haben wir noch, aber das wird nicht reichen, um wieder hochzukommen. Ne, definitiv nicht. Das heißt, wir probieren es einmal aus. Hoppala, das war jetzt sehr ungeschickt. Einmal essen, wieder Leben generieren. Und dann setzen wir daneben einfach einen Cobblestone. Das nervt mich auch hier. Wir haben gar keinen richtigen Aufgang. Das muss alles noch gemacht werden. So, ja, theoretisch können wir das auch von unten einfach aufbauen. Und dann setzen wir erstmal hier die Cobblestone Slabs. Wenn wir da dran kommen, kommen wir dran. Machen wir nachher von oben. So gut kommen wir nicht dran. So, aber wir können das Holz schon mal platzieren. Also immer 3 und dann gehen wir einmal runter. Gehen nachher einmal hoch. Ersetzen die Pfosten, die dann vertikal nach oben zeigen sollen. Und setzen die Cobblestone Slabs drauf. So, will ich auch gar nicht weiter reden. Wir brauchen nämlich weiter Holz. Es fängt auch wieder an zu regnen. Das heißt, wir gucken mal im Lager, haben wir noch welches? Ansonsten müssten wir auf die Baumfarm warten, bis weitere Bäume nachgewachsen sind. Parallel dazu können wir natürlich auch noch das polierte Andesit in der Etage darunter weiter verbauen. In der Zeit sollte auf jeden Fall wieder was nachgewachsen sein. Hier sind noch ein paar Saplings, die nehmen wir mit. Beim letzten Mal sind die ja despawned, weil wir schon wieder entfernt waren. Den Baum können wir auch schon wieder fällen, direkt nachpflanzen. So, ist es Gewitter, ist es nur Regen? Wir werden es herausfinden. Ich tippe auf Regen. Gewitter scheint mir immer noch ein bisschen dunkler zu sein. Können wir schlafen gehen? Wenn es Gewitter ist, können wir ja schlafen gehen. Nein. So, dann liege ich richtig, ist es nur Regen. Wir können aber die Saplings mal hier reinpacken. Jetzt haben wir hier und da drüben welche. Ist aber auch gar nicht schlimm. So, nach Holz wollten wir schauen. Ein Stack haben wir noch. Mit dem kommen wir nicht sonderlich weit, aber wir können auf jeden Fall weiterbauen. Bis die Bäume nachgewachsen sind. So, einmal wieder raus. Ah ja, um die Eisengolems sollten wir uns ja auch nochmal kümmern. Die sind ja da vorne eingesperrt. Nehmen wir am besten eine Kartoffel mit. Falls das Schwein abhauen möchte, dass wir es wieder anlocken können. Das arme Schwein. Der eine geht schon. Ja, geh mal raus. Perfekt. Na, bleib hier, Schwein. Der andere Eisengolem, ich schubse ihn jetzt auch mal hier raus. Komm, wieder an die Arbeit hier, Faulenzer. Schweinchen, komm her. Ja, so wird das nichts. Erst das Tor schließen und dann den Zaun zubauen. So, perfekt. Super. Ja, was machen wir denn jetzt hier, damit die nicht wieder reinfallen? Theoretisch müsste ich das jetzt dann hier abreißen, ja, dass das nicht mehr so hoch ist. Machen wir provisorisch. Das ist eh noch nicht so die beste Lösung. Ja, da müssen wir nochmal schauen, wie wir es anders gestalten können. So, die Kartoffeln legen wir wieder ins Lager. Schauen mal, da ist auch wieder ein Baum nachgewachsen. Das mache ich natürlich dann immer im Zeitraffer. Da müssen wir nicht mal zuschauen, wie ich jeden Baum einzeln fälle. Besonders, wenn die ganze Farm gewachsen ist, macht es am meisten Sinn. So, wo kommen die eigentlich her? Die Pumpkin Seeds, ja, die, wie sind die zwischen die Kartoffeln gelangt? Naja, ich weiß es nicht. Gut, Erde können wir auch, ach, nehmen wir mal mit. Nehmen wir alles mit hier. Ein bisschen verstreut hier in dieser Folge, aber gut, so ist das manchmal, ne, manchmal strukturiert, mal nicht. Das kommt vor. So, auch ein Ei haben wir eingesammelt. Gehen wir wieder zurück, schauen wir mal, was wir sonst so machen können, während wir auf die Bäume warten. Theoretisch könnten wir jetzt auch in den Wald gehen, da auch noch ein paar Bäume fällen und wieder neu anpflanzen. Das ist dann so die Lösung, falls die Baumfarm noch nicht genügend Holz abwirft. So, und genau das hier habe ich jetzt gemeint. Jetzt können wir von unten hier ein bisschen dran friemeln. Den ersetzen wir nachher durch einen vertikalen und dann haben wir das Ganze. Geht. So, zack, machen wir das hier runter.
Und ich würde sagen, das spule ich auch wieder vor, bis wir kein Holz mehr haben. So, das Holz ist uns wieder ausgegangen. Wir können jetzt mal schauen hier. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Also mir gefällt es. So, springen wir hier runter und dann können wir hier die Ebene ein bisschen weitermachen. Das ganze Ding schwebt ja. Schwebende Konstruktionen sehen nicht besonders toll aus. Ja, es ist ein Luftschiff. Und da stimmt einfach die Physik nicht. Es wird schon wieder Nacht, wir gehen kurz schlafen und dann würde ich sagen, beheben wir das Ganze mal. Dass es wenigstens den Anschein macht, als würde es nicht schweben. Ja, ob das Gerüst dann die Farm schon trägt oder nicht, ist wieder eine andere Sache. Zack. Ja, Herr Steinmetz, wieder eine Nachtschicht, ne, Herr Kollege? Wer trödelt und so lange draußen ist, der hat dann das Große losgezogen. Schauen wir mal, einen Baum, den nehmen wir mit. So, wer sich gefragt hat, warum fällt ja auch die ganze Zeit die Birken, die braucht er noch gar nicht für die Farm, die brauche ich aber später fürs Haus. Also ich möchte ganz gerne mit verschiedenen Holzarten bauen und da ist dann die Birke auch mit dabei. Nichtsdestotrotz, klar, also es macht keinen großen Unterschied. Früher oder später müssen wir es eh farmen, deswegen meist direkt mit. So, was hatten wir denn jetzt? Die Konstruktion wollten wir machen. Ah, sieht doch schon mal gut aus, also mir gefällt es sehr gut. Was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie findet ihr das bisherige Design? Ich habe es ja geändert. Ja, die alte Farm hat ja dann hier nicht diese Holzkonstruktion, sondern erstmal war hier oben schon dann eine Ebene und dann kam die Hecke. Das haben wir jetzt geändert. Dadurch, dass wir hier ein Kellergeschoss quasi haben, passt das Design nicht mehr. Ich würde sagen, ja, hier das, also es schwebt ja förmlich in der Luft. Ja, das heißt, wir machen jetzt hier einmal eine dicke Stelze hin hier, ja, eine Stütze, die das Ganze trägt. Auf der anderen Seite hier vorne auch. Und natürlich in den anderen beiden Ecken. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, wo hier die Ecke ist. Ich denke, hier sind wir gut bedient, wenn wir uns hier platzieren und mal die Säule hier hochziehen. Wir werden gleich definitiv wieder Fallschaden kassieren. Das kann ich euch garantieren. Haben wir noch genügend Stein? Ja, das sollte noch passen. Machen wir noch die Ebene. So, perfekt. Super. Und im Fallen sogar noch verlendet. Perfekt. Jetzt hätte ich noch natürlich einen Wassereimer nehmen sollen. Aber so ein Spieler bin ich nicht. Ja, dieses Durchrushen und direkt alles pronto haben, ja, das geht mir zu schnell. Ich mach's lieber genüsslich, langsam, stetig und dafür dann konsequent. So, machen wir auch hier mal die Ecke weg. Hier kommt dann auch eine Säule hin, die ganze Farm tragen sollte. Ah, jetzt habe ich mich verklickt. Macht nichts. Müssen wir uns mal mit Erde wieder hochbauen. Es gibt ja auch Baugerüste, dafür müssten wir dann Bambus farmen. Und natürlich dann auch vorher finden, um ihn anzupflanzen. Ich esse mal was, nicht, dass wir nachher noch hier an Fallschaden sterben und die 34 Level weg sind. Das wäre sehr schade. Ja, das gehört auf jeden Fall mit dazu. Wir müssen auch Zuckerrohr finden, um genügend Papier herstellen zu können. Für einen Zaubertisch, für Bücherregale. Das kommt aber nach der Eisengolem-Farm. Ich meine, gut, es sind jetzt vier Säulen, die das Ganze erstmal tragen. Ist es besser, als wenn es schwebt? Ah, zufrieden bin ich aber noch nicht. Also da fehlt noch irgendwie was. Gut, wir haben jetzt noch ein bisschen Stein haben wir noch übrig. Ich würde es schon mal anskizzieren. 1, 2, 3, 4, 5. Dann wieder eine Säule vielleicht. Und das Ganze auch von der anderen Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir hier auch eine Säule hin. Haben wir hier 3 in der Mitte. Ja, ist doch gut. Machen wir so. Nehmen wir mal die Erde hier weg. Die stört eh. Die ist jetzt hier mitten in der Baustelle. Die können wir woanders besser gebrauchen. So. Ich meine, müssen wir auch gar nicht mehr skizzieren hier den Rahmen. Wir sehen ja, wo die Farm ist. Genau, dann platzieren wir das hier. Und ja, dann haben wir das eigentlich ein bisschen besser abgestützt. Ja, das sieht gut aus. Das gefällt mir. Ja, ist das nicht so verloren hier mitten in der Luft? Ich bin kein Fan davon. So, schauen wir uns das Ganze nochmal von Weitem an. Ja, die Einteilung ist gut. Wenn wir das jetzt bei den anderen Seiten nochmal wiederholen. Die werden ein bisschen lang sein, da müssen wir mal schauen. Allerdings hatte ich auch noch vor, hier eine Ebene, eine zweite reinzuziehen, dass wir hier zwei Etagen als Untergeschoss, sage ich mal, haben von der Farm und das hier nur oben auf dem Dach quasi geschieht. Ich würde sagen, die anderen mache ich jetzt mal eben im Zeitraffer, solange wie wir noch Steine haben und dann gucken wir nochmal bei der Baumfarm. Ja, so viel Stein haben wir nicht mehr. Wir skizzieren das mal an. 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommt hier noch einer hin. Da können wir wegnehmen. So. Und hier ist auch noch Erde. Die nehmen wir mit. Jedes Item können wir irgendwie gebrauchen, bis auf die giftige Kartoffel. Die können wir getrost eigentlich liegen lassen. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier ist dann auch wieder einmal der Pfad. Ich mach's direkt weg. Komm, so. Keine Steine mehr. Ein bisschen Holz, aber dafür lohnt es sich nicht, hochzuklettern.
Wir benötigen eh noch weitere Leitern, um ganz nach oben zu gelangen. Auch können wir dann das weitere Ausschmücken irgendwie in Angriff nehmen. Sieht ja sonst nach einem leeren Gestell aus. Vorrangig natürlich sollten wir die Funktion der Eisengolem-Farm erstmal erfüllen, damit wir in der Zeit, wo wir es ausschmücken, schon Eisen generieren. Dafür brauchen wir allerdings auch Holz. So, die Schaufel nehmen wir mit. Auf geht's ins Lager, bevor ich nachher wieder einen Stock sehe, der auf der Erde liegt, den ich mitnehmen möchte. Schauen wir mal, haben wir hier noch ein paar Zäune haben wir noch. Machen wir später. Leitern bräuchten wir definitiv. Da können wir ruhig auch ein paar machen. Die brauchen wir später so oder so noch. So, und dann schauen wir mal. Steine haben wir keine mehr. Das Birkenholz kann ich eigentlich auch hier in die Truhe legen. Jetzt habe ich dann eine Leiter platziert, auch schön. So, die Schilder können wir auch platzieren, die haben wir auch mit. Und das Ei legen wir mal weg. So, hier ist die Fassade mit der Erde schon mal angedeutet. Ich bin auf das Haus gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir hier die Baustelle anfangen und nebenbei hier immer Eisen generiert wird. Das ist ja das lang erhoffte Ergebnis, nach dem wir uns sehnen. Oh, was viel zu lange schon auf sich hat warten lassen. Also es geht ja eigentlich gar nicht, ne? Also es ist schon eine Unverschämtheit. Also genau das meine ich hier. Dann bauen wir einfach ab, machen wir neu. 1, 2, 3. Bauen wir wieder. Ich hoffe, ich verzähle mich nicht. Nein, das Ei wollen wir nicht nachher schmeißen. So, 1, 2, 3. Habe ich jetzt richtig gezählt? Ich hoffe es. Sonst falle ich runter. 1, 2, 3. Ja, wenn ich bis 3 zählen kann, der hat es dann auch verdient, runterzufallen. Da bin ich ehrlich. So, machen wir das hier auch weg. Sieht einfach von außen, finde ich, ein bisschen schöner aus. Ja, es ist Geschmackssache, aber sonst hätten wir an den Ecken halt die Vertikalen, da dann die Horizontalen. Weiß ich jetzt nicht, ob das so passend ist. Die Sonne geht auch schon wieder unter, der Tag ist dann auch gleich schon wieder vorbei. Ich habe einiges vorgespult, deswegen mache ich noch ein paar Minütchen weiter. 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Ich hoffe, da ist noch eins drunter. Jawohl. 1, 2, 3. Hier glaube ich nicht mehr. Doch, ein wenig ist noch drunter. Perfekt. So. Dann eins. Ach, hier kann ich einfach mal rumziehen. Ich muss das nachher eh wieder ändern. Geht ein bisschen schneller. Jetzt ist es sehr dunkel geworden auf einmal. Ja, es geht recht schnell. Wollen wir uns ins Bettchen begeben, bevor hier nachher die bösen Geister erwachen und uns heimsuchen? Wir müssen ja auch auf die Dorfbewohner aufpassen. Ja, Ausleuchten ist auch so ein Thema hier. Das habe ich jetzt natürlich die ganze Zeit schon vernachlässigt. Kann ich mal hier ein paar... Hier, was erlaubst du dir, hä? Das ist mein Dorf hier. Frechheit. Alles gut, Kollege. Ja, wenn wir deine Kollegen eingeschmolzen haben, dann kann ich euch beide reparieren. Makaber, perfide. Naja, so ist es. Es ist eigentlich echt gemein. Also, wir produzieren dann Eisengolems aus einer Farm mit Villagern, die wir eingesperrt haben, in Panik versetzen, um dann Eisen zu generieren für unsere eigenen Zwecke und um die Villager, die Eisengolems aus dem Dorf zu reparieren. Kann jeder jetzt sagen, was er möchte, ist nicht korrekt eigentlich, ja. Aber auch Hand aufs Herz, wer hat Lust, 10.000 Farming-Folgen zu sehen, wo ich einfach in der Mine nach Eisen suche? Ich persönlich nicht. Geht auch anders. Ja. Also wir achten schon hier auf das Wohl der Dorfbewohner und dass das alles ein bisschen mehr oder weniger ethisch vertretbar ist, aber es gibt auch Grenzen. So irgendwo, das geht auch nicht. Ne? Oh, da ist ein Creeper. Guck mal, der wartet schon auf uns. Hallöchen. Immer diesen Rückzug, wenn man den gehauen hat, damit er nicht in die Luft fliegt. Oh oh, sein Kollege kommt. Jetzt aber. Ja, du hast das Spiel gesehen, ne? Bei dir wird das Gleiche passieren. Es sei denn, dein Kollege steht jetzt gleich hinter mir und geht in die Luft. Nein, ist nicht der Fall. So, gibt's hier noch einen? Nächster. Da ist noch eine Spinne. Komm, die können wir auch noch klatschen. Ich weiß, du bist freundlich. Ich habe auch gerade daneben gehauen, aber ich brauche eigentlich die Fäden. Schade. So, Zombiefleisch, der ist schon von alleine gebraten. Das war jetzt kein Kandidat für die Sonnenbank. So, schauen wir mal. Ja, wir haben drei Baumstämme, damit können wir allerdings nicht so viel anrichten. Ich meine, den Kranz oben haben wir fertig, das könnten wir noch vollenden. Aber das wäre es dann ja auch schon gewesen. Das heißt, wir müssen nochmal schauen, dass wir hier in der Baumfarm einiges an Ressourcen nochmal rausholen können. Sonst sitzen wir hier wieder auf dem Trockenen. Gut, ich würde sagen, wir fällen nochmal die Bäume und dann beenden wir die Folge. So haben wir das erledigt. Einmal die Saplings hier reinlegen. Und dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Ja. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt und aktiviert die Glocke, damit euch Benachrichtigungen angezeigt werden. Machen wir hier dann die Eisengolem-Farm schön munter weiter mit neuem Holz, mit neuen Ressourcen. Und würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.